Bisschen Matcha, eine Acai-Bowl. Saint-Jean. Ein Croissant. So sieht die aus. Das, Leute. Hello Friends und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Fabienne und heute werden wir ganz verschiedene vegane Frühstücksspots testen. Also ich habe alles wirklich ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es am Ende irgendjemandem hier hilft, aber es war sehr cool, das Video zu drehen. Einfach, weil ich ganz viel essen konnte und oh, ich habe so geile Pancakes auch gegessen. Deswegen bleibt gerne dran und ich würde sagen, falls ihr Hunger habt, schnappt euch besser was zu essen, weil sonst kriegt ihr echt ohne mal Hunger. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt ins Video. Und falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr es sehr gerne tun, weil ich bin da super aktiv. Und Friends, falls euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich immer gerne einen Daumen nach oben geben, weil das hilft mir sehr, damit ich schauen kann, so, ja, gefällt es euch oder nicht. Und jetzt würde ich mal wirklich sagen, let's go. So, Friends, wir machen... Oh, hoppala. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu dem allerersten Café oder zu dem allerersten Laden, den ich testen möchte. Und zwar heißt der Juice Brothers. Das ist ein scheiß Wort. Egal. Ich war da auf jeden Fall schon mal. Yes, das ist mein Outfit. Ich habe eine Jeans an. Dieses Shirt hier. Und jetzt kommt dann noch die Lederjacke drauf. Und dann geht's aber auch los. Okay, Leute, ich habe jetzt einen Matcha, eine Acai-Bowl und so Truffle, irgendwas, keine Ahnung, probieren zu Hause und das trinke ich jetzt. Okay, Leute, ich hoffe, der ist gut. Test, test. I don't know, Leute. Der ist übel wässrig. Schon wässrig. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe mir einen abgeschwitzt, Leute. Es war so heiß. Also, was heißt, es war so heiß? Ich hatte halt eine Lederjacke an. Das war die falsche Entscheidung. Schokotrüffel, Leute. Ihr wisst, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich schokoladenobsess bin. Und momentan esse ich echt wenig Schokolade hier. Und dann eine Acai-Bowl, die jetzt schon ein bisschen matschig aussieht, weil ich jetzt ein bisschen gelaufen bin. Und upsie. Und man kriegt dann bei denen immer... Bei denen kriegt man dann immer so dieses Granola separat. Fazit zu dem Matcha würde ich nicht nochmal gar bestellen, sage ich euch ehrlich. Fand ich nicht so gut. Der war super wässrig und unten war da so das Pulver und er war okay. Ich habe ihn getrunken natürlich. War viel zu teuer, um es nicht zu trinken. Aber würde ich mir jetzt da einfach nicht nochmal holen. So. Okay Leute, Taste Test, so sehen sie aus. Das sind die Schokotrüffel. We're going to try them. Oh, es wird bestimmt schön meine Zähne verwärmen. Mm. Boah, die sind zwar richtig, die sind richtig gehaltvoll. Mm. Aber so gut. Also wenn man so richtig auf Schoko steht, also wenn man auf so richtig krank Schoko steht, sorry, weil es ist schon sehr proper. Jetzt kommt die Smoothie Bowl. Oder wie sehe ich aus? Egal. Wenn ich jetzt irgendwas mit dem Gesicht hängen habe, Leute, ignoriert's. Also das ist hier so die Base. Und da, oh Gott. Und da kommt jetzt das Granola drauf. Geil, Leute. Was ich bei der Acai Bowl mag, die ist zwar nicht so intensiv im Geschmack, gerade was Acai angeht. Man schmeckt es nicht so arg raus, schmeckt eher nach Banane. Deswegen, ja, eigentlich ist es gar nicht so gut. Also ich mag es voll gerne, weil es ist super cremig. Es ist eine ganz cremige Konsistenz. Ich weiß nicht, was sie reinmachen, ob da auch vielleicht irgendwie Avocado oder sowas ist. Aber es schmeckt wenig nach Acai, sondern eher so nach Banane. Also ich mag es halt super gerne, aber eine richtige Acai-Bowl ist es nicht. Geil. Und dann würde ich sagen, geht's im nächsten Clip auch schon zum nächsten Kaffee. Yes. Mm. Ich mag diese Reihe. Okay. Bye, Leute. Hello, Friends. It's a new day. Und ich wollte heute neue... Oh. Voilà.
Ich wollte heute was Neues austesten. Und zwar gibt es hier um die Ecke, oder nicht ganz um die Ecke, aber fast um die Ecke, Saint Jean, Saint... Nein, okay, warte, ich werde googeln, wie das ausgesprochen wird, sonst wird es nämlich ordentlich peinlich. Ich habe kein Französisch, okay? Können wir das bitte so... Saint-Jean. 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 Hier gibt es Saint-Jean in Amsterdam. Ich weiß, das gibt es wahrscheinlich dann auch noch irgendwo anders, egal. Vegane Pancakes. Mr. Stacks, da wollte ich hin. Ich muss da hin. Mr. Stacks, Leute. Das habe ich schon oft gehört. Warte mal, kommt mal von Mr. Stacks... Oder sollen wir das mal? Oh. Hi. Hi. Are you English? Yeah, right? Yeah. I'm living next door here. Yeah. I got my keys. I was wondering whether I could pop up for your fence worker. Yeah, sure. No problem. Yep. Could be me. Huh? Could be me, actually. It has happened a lot of times, actually. Do you need help? No problem. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Soll ich heute das machen? Nee. Oder soll ich es lieber morgen machen? Schwesit nicht. Mein Gott, wieso bin ich so lost? Ja, bis 17 Uhr offen. Werde ich nicht mehr schaffen. Muss ich dann morgen... Werde ich dann morgen machen. Jetzt gehe ich, also heute gehe ich zu diesem Saint-Jean. Saint-Jean? Und zu Oliver Green. Aber das ist jetzt der Plan. Let's go. Leute, got it. Ich habe mir einen Eischai geholt und ein Croissant. Es ist viel zu warm in meinen Sachen. Ich habe ein Croissant und eine Chai Latte. Ich habe die beiden Sachen noch nicht probiert, because wir wollen ja die genaue Reaktion. Okay, let's go. Mhm. Ist ein sehr milder Geschmack. Also, es ist so Milch, also Hafermilch habe ich genommen. Hafermilch mit so einem Hauch Chai. Aber es ist angenehm. Ich habe schon sehr schlimmen Chai getrunken, wo es so richtig gekratzt hat im Hals, weil das Pulver so ekelhaft war. Das ist okay. Also ich würde es da jetzt nicht sagen, so, boah, das ist der geilste Chai gewesen, den ich jemals getrunken habe, aber es ist okay. Dann haben wir hier das Croissant. Oh, Leute, das sieht so gut aus. Alter, wie gut sieht das bitte aus? Oh, ich habe echt hohe Erwartungen. Okay. Ist schon gut. Ich muss sagen, es ist jetzt ein bisschen trocken. Wir haben aber auch zu der Ehrenverteilung, wir haben 16 Uhr. Die schließen halt eh gleich. Ich glaube nicht mehr, dass die halt frisch sind. Aber trotzdem sehr geil. Es schmeckt übel butterig, aber es ist ja keine Butter drin. Margarine wahrscheinlich, ne? Ist auf jeden Fall sehr fluffig. Sieht schon geil aus. Ja. Schon gut. Gute Ware. Ich werde auf jeden Fall in dem Test hier noch eine andere vegane Bäckerei ausprobieren und dann kann ich es besser vergleichen. I can recommend Saint-Jean. Leute, ich wollte eine Smoothie Bowl bestellen, hatten sie leider nicht mehr um die Uhrzeit. Ach. Mensch, schade. Jetzt habe ich einen Joghurt-Bowl mit Soja-Joghurt. Und ich hatte schon Matcha-Latte. Der Matcha-Latte war ehrlich gesagt sehr gut. Kann ich euch dort empfehlen. Der Matcha-Latte ist sehr gut gewesen. Yay. So sieht die aus. Gut, die sieht jetzt schon ein bisschen matschig aus, weil ich die halt jetzt getragen habe noch für eine halbe Stunde. Ja, passiert im Leben, ne? Let's try to get... Okay, was ist halt ein Joghurt-Bowl, ne? Was erwarte ich? Ja, ist ein Joghurtbowl. Nee, ist gut. Kann man machen. Kann man aber auch lassen. Also, ja. Ich hatte da auch schon mal den Chiasamen-Pudding. Der war echt nicht gut. Also das haut mich jetzt auch nicht vom... Ich meine, es ist halt ein Joghurtbowl, was habe ich erwartet, ne? Chiasamen-Pudding war gar nicht meins. Also wirklich fand ich gar nicht gut. Acai-Bowl hatte ich noch nicht probiert. Aber irgendwie bis jetzt haut mich der Laden nicht wirklich vom Hocker. Und dafür, dass es halt immer so teuer ist, muss man halt schon dann streng sein, ne? Und da würde ich sagen... Muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal hin.
Ja, sag ich ehrlich. Heute will ich unbedingt Mr. Stacks ausprobieren. Da gibt es vegane Pancakes. Leute, die sehen geil aus. Hello friends, I am back. Oh, es hat so lange gedauert. Ja, eigentlich sieht das Schöne aus. Ich blende euch mal hier Bilder ein. Ich war nicht drinnen im Laden, sondern stand davor. Und ja, Mr. Stacks, Leute, ist halt auch so... Also es ist halt in dieser Hipster-Gegend. Also beide... You're fucking kidding me right now. Why does it always happen to me? Oh, geil. Besteck ist dabei. Ich muss nichts bespülen. Nice. Ich habe eine halbe Stunde gewartet auf meine Pancakes. Oh, das sieht schon sehr geil aus. Seht ihr das, Leute? Food Porn. Wenn das jetzt nicht mega Bombe schmeckt, dann kann ich es euch natürlich nicht empfehlen, weil... Ihr steht da und wartet super lange. Wenn man es halt dort ist, sieht es schöner aus. Aber es war sowieso alles ausgebucht. Und ich wollte halt wirklich mit euch testen. Und ich finde vor Ort, wenn ich an einem Café sitze, da hole ich halt ungern die Kamera raus. Okay. Hauptsache, ich starte mit der scheiß Brombeere, Junge. Ja, okay, jetzt sieht es schon nicht mehr schön aus. Okay, jetzt erstmal nur der Pancake mit Schokoladensauce. Ich habe Hazelnut irgendwas geholt. Also ich habe das mit Schoko geholt. Natürlich, Leute, ihr kennt mich. Schon geil. Sag mal so, ich krieg's so nicht hin. Das machst du laut, Junge. Ist halt richtig deftig. Ich habe auch richtig nur fette Portionen, ne? Schaut euch das mal an. Also sag mal so, davon werdet ihr auch satt. Hat auch stolze 14 Euro gekostet. 14,50 Euro? Ne, 14 Euro. Glaube ich. Ein sehr stolzer Preis für Pancakes, ne? Sagen wir mal ehrlich. Aber ich probiere es, damit ihr es nicht probieren müsst, wenn es scheiße ist zum Beispiel. Aber das ist schon wirklich gut. Es gibt Punktabzug, weil es halt so lange dauert. Weil man, also man wartet ewig. Bis man, also eine halbe Stunde habe ich gewartet so. Und ja. Ich werde jetzt aber essen. Und dann sehen wir uns für den nächsten Spot wieder. Hello friends, was geht ab? Ich sehe auf dem Kopf noch komisch aus. Wir haben jetzt 8:45. Ich war gerade bei Margos. Ich habe mir da einmal ein normales Croissant geholt. So sieht es aus. Und ein Schokoladencroissant. Oh mein Gott. Oh. Boah, schön knusprig. Boah, ist geil. Oh, das ist schon sehr gut. Jetzt das Schokocroissant. Für mich ist natürlich wichtig zu wissen, ist da genug Schokolade drin? Also es ist gut butterig, so, sagt man mal so. Schon gut ungesund, glaube ich. Aber so gut. Margos ist einfach geil. Ich habe gerade eine Smoothie Bowl bestellt. Mein Tipp, bestellt niemals eine Smoothie Bowl. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich meine, wie will er das transportieren, ohne dass es so aussieht? Egal. We gonna try anyway. Oh, das ist echt richtig erbärmlich. Es tut mir so leid, ne? Aber der Geschmack zählt, Leute. Der Geschmack zählt. Und es ist also schon gut. Ist aber echt gut. Vielleicht gehe ich die meiner Zeit auch noch hier im Laden essen. Dann seht ihr das auf Instagram, weil die ist schon sehr gut. Sehr gute Bowl. Ist jetzt safe die beste, die ich hier gegessen habe. Und ich habe jetzt schon 3 Stück gegessen. 3 oder 4. I can recommend, Leute. So, Friends, das war auch schon das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen. Falls ihr sowas nochmal sehen möchtet, vielleicht eher so in diese herzhafte Richtung, schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr daran interessiert seid. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und gebt gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und jetzt würde ich sagen, bye. Bye, bye. Habt noch einen schönen Tag. Habt noch einen wunderschönen Tag.